Damit herzlich willkommen zu Wer ist das? Das ist euer Lieblingsformat, in dem Promis vermorft werden und wir uns Geschichten ausdenken müssen, dann sagen ja und dann gehen wir mit Klossi. Klossi. Ich freue mich. Ich weiß nicht, um was es geht. Ich habe das noch nie gesehen. Ich habe hier einen Zettel. Erkläre. Wir spielen heute Wer ist das? Der liebe Miggi wird uns gleich prominente Köpfe zeigen, die komplett vermorft sind. Und wir müssen aufschreiben, wie könnte die Person heißen, was könnte die Person beruflich machen und wer ist das wirklich? Keine Ahnung. Jetzt kommt Sido wieder rein. Kommt Sido rein, ja klar. Oh, hallo hier, was ist los? Was ist los hier? Was gibt's? Hallo? Ich vergaß meine Kommunikations... Ach, okay. Oh. 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 Ja. Okay. Spiel verstanden? Ja. Was? Ich hab doch so gar nicht gesagt. Was für ein Spiel verstanden? Wir spielen Beispiel. Gut. Miggi, hau raus. Was für alternativer Name? Wonach sieht er aus? Er sieht aus wie ein typischer... Mit Nachname? Ja, natürlich. Und kreativ. Nicht Heinz Müller. Und wer das wirklich ist? Genau, wer ist diese Person wirklich? Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Wer soll das sein? Dann buzzer, wenn du fertig bist. So, wir fangen mal an. Was hast du geschrieben bei alternativer Namen? Sören Meinsch. Ja, aber er sieht doch genauso. Sören Meinsch ist gut. Sören Meinsch, Kfz-Lehrling. Okay, ja, gut. Und Finch asozial. Ja, können Sie passen. Super. Falsch oder was? Nein, warte, wir lesen alle vor und dann wird aufgelöst. Ich habe Marcel Köppes und er ist im Supermarkt, der ist ein Azubi und Finch asozial. Ich habe Carsten Birkenstock, der ist neureich, der Vater hat eine Schokoladenfabrik und das ist Finch asozial. Und es wäre Finch asozial gewesen. Wir hätten diese Testrunde, wir hätten alle drei Punkte bekommen. Ach, okay. So, siehst du? Also, wer Bass hat, wenn du halt den letzten nicht hast, dann hast du halt Pech. Das war genau, wie bei Steinfluss. Ja, alles klar. Okay, okay. Ja, okay. Wenn ihr jetzt prominente Köpfe habt, liebe Freunde, die wir vermorfen sollen, dann schreibt ihr natürlich jetzt in die Kommentare, gebt einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und habt einfach Spaß. Wer ist denn das echt? Wer soll denn das sein? Wer soll denn das sein? Wer soll denn das sein? Stopp, Stift fallen lassen. Na, stimmt doch nicht, was du hast. Jessica Plönschke, genannt Jessie, ja. Mit Doppel-Z und Y. Sie verkauft Übergrößen-Dessous. Ja. Aber die berät auch gut, so Plus Size. Und das ist Commander Krieger. Nein, natürlich ist das Commander Krieger. Das ist wirklich Commander Krieger. Als Frau. Was hast du auf? Ey, auch gar nicht so. Ey, ich geht, sag, ohne, pass auf. Ja, geht, ohne ne? Scheiß. Irgendwie, wenn du jetzt googeln würdest, heute mal Chubby. Ja. Und die wird kommen. Und die wird kommen, sag ehrlich, so schlecht werden dann. Nee, wäre gut. André. Was hast, du? Chubby, was hast du denn? Mein Chubby Neighbor. Was hast du denn geschrieben? Ich habe geschrieben Prinzessin Maike von Anhalt. Make-up-Artist ja, und dann nicht. Aber gut, du bist kreativ und schnell. Ich habe Lisa Huppert und sie ist Zahnarzthelferin. Aber ich habe auch gar keinen, ich weiß nicht, wusste nicht, wer das war, aber Commander Krieger, die Augen, das sieht man direkt. Ja, da ist der Krieger natürlich. Wie ist deine Beziehung zum Krieger? Ihr kennt euch, ihr seid Kollegen. Ey, Commander Krieger, mit dem schon auch viel cool. Unterwegs gewesen, natürlich. Kann er wirklich so gut tauchen, wie er immer sagt? Ich glaube, der macht nichts anderes mehr, ne? Der macht ja nur noch. Würdest du auch gerne mal mit ihm tauchen, Delfintauchen machen? Ich war mit Hein mal schwimmen auf den Bahamas. Soll er mir erstmal nachmachen. Okay, Freunde, erste Runde ist schon mal vorbei. Ey, es ist wirklich schwer, die Gesichter, die sind wirklich schwer. Ja, mega schwer, also hätte ich es gar nicht erkannt. Boah, okay, alles klar. Lorenz Heinkes. Okay, Lorenz, sehr gut. Lorenz Heinkes betreibt ein Juwelier. Okay. Ja, okay. Und ist Moneymark. Ja. Dennis? Ja, ich habe Moneymark und Harald Duffinger und keinen Beruf. Ich habe nur als Vornamen, es zählt ja nicht, weil ich nur einen Vornamen habe, Günther, ehemaliger SS-Offizier. Ach, hallo. Und Moneymark. Warte mal, lassen wir das als Beruf gelten. Hä, Der war doch früher im Krieg, war der SS-Offizier. Ja, ist natürlich mega scheiße, aber er war es früher. Das lass allein aus. Wieso denn? Aber ist doch ein Beruf früher. Kann man den heute noch ausüben? Nein. Nein, kann man nicht. Du kannst ja jetzt nicht einen Beruf. Henker. Soll ich Henker schreiben, oder was? SS-Offizier lassen wir nicht gelten. Aber es war mein Mark. Ich hab zwei. Hey, und auch ehrenwert, als er bei euch in der Sendung aufgetaucht ist, mit dem Allgemeinen. Weißt du, der sagt mir auch vor sowas nicht. Manni mag es wirklich, muss ich ehrlich sagen. Ein echter Herzensmensch. Und kommt dann rein und macht das einfach. Der ist einfach lieb. Der ist einfach ein lieber Kerl. Wer ist das?
Gar nichts. Ja, Bruder, ist doch Rainer Mosch. Producer. Oh ja. Oh, ja, Udo Bönstrup zieht heute ins Promi Big Brother Haus. Heute natürlich nicht, das Video ist natürlich aufgezeichnet, aber er ist drin. Boah, aber Producer ist richtig gut. Richtig auch Udo Bönstrup ist gut. Ich habe nur, alternativer Name, der Weiße Sultan. Nee, aber wer hätte eh nicht gezählt. Ist ein Spitzname, doch, nein, das geht. Doch, keine das geht Spitzname. Auch, doch, natürlich, es geht doch Meise. Nein, das geht, das zählt. Wir hatten noch Meise. Was? Das ist bei dir ist nur, nein, bei dir doch, kommt auch wirklich nur noch Dingsbums, nein, Vor- und Nachname. Nein, nein, wir hatten aber auch schon Meise und solche Sachen. Nee, da ich auch, musste ich auch diskutieren. Nein, nein, nein. Nur, guck mal, was er geschrieben hat. Oh, Weißer Sultan hat immer drinstehen. Nein. Aber, Weißer Sultan steht da. Aber okay, sonst nicht. Wenn ich aber jetzt hier zum Beispiel Kopfnuss Kali habe, darf ich den Kopfnuss Kali nicht schreiben? Das sind doch die, das Format lebt doch von den Lustigen. Der Weiße Sultan, dann schreibe ich der große Mensch. Ey, könnt, ich hab doch recht, Rainer Mosch ist Producer, Executive, macht Fernsehshows und ist Udo Bönstrup, löst auf. Ich hab nur Keule geschrieben als Name. Ja, also genau so geschrieben. Ja, genau so. Also, aber ich habe es also nicht geschafft, einen Nachnamen zu schreiben. Ich bin für die Show, ich bin überqualifiziert. Ja, ich hab auch, Also 0 Punkte hab ich. Yo, Baby! Aber der Weiße Sultan. Nee, Benni, nee. Warum? Der große Mensch. Spannend wird, musst du Lehne sitzen. Der gelbe Typ. Aber nicht, dass du hier runterfällst. Nee, hast genug. Ja, und dann schön kennst du noch von früher am Spielplatz. Das, da sitze ich immer noch. Okay, let's go. Weiter geht's. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Nein. Wer ist denn das? Wer ist denn das? Diesen Mund kenne ich. Ja, den Mund. Diesen Mund kenne ich. Oh Gott. Nein, weißt du es? Oh Gott, ich weiß es. Ich weiß es. Krank, hey, absolut geistesgestört. Also Rüdiger Holm ist Informatiker. Ja. Das ist Bushido. Niemals ist das Bushido. Nein, das kann nicht Bushido sein. Du bist falsch. Das kann nicht bestimmt. Das ist doch nicht Bushido. Was hast du? Ich hab Thorsten Borsten. Student. Aber ich bin nicht auf. Ich weiß nicht. Das ist das Bushido. Warte, reißt uns den von der Augenbrauen? Von den Zähnen ist das Bushido, auch vom Hoodie. Es könnte wirklich Bushido sein. Ich habe Sascha Willensack. Er ist Hacker und es ist Sido. Nee, Sido ist das. Aber ganz kurz, bevor du aufhörst, Miki. Lass mir Student gelten. Ja, natürlich. Was berichst du die Regeln durcheinander? Student. Da kann ich auch Azubi auch ja, natürlich. Ja, ich habe ja Kfz-Lehrling auch schon gehabt. Bin hier auch, Kfz-Lehrling habe ich auch schon gehabt. Richtig. Ey, das ist Bushido, das kann nicht sein, oder wenn der das ist. Alter, oh mein Gott, alles, wie siehst du aus? Anis Fercici, leck mich. Boah. Wahrscheinlich hätte der so ausgesehen, wenn die Jörg-Karriere nicht funktioniert hätte, wahrscheinlich. Ja. Kann ja sein. Aber krass, oder? Krass. Aber alles anders, ne? Vorletzte Runde, Leute. Wie viel steht's? Das werden wir gleich jetzt machen. Am Ende wird addiert, aber vorletzte Runde, normales reinschmeißen in den Topf. What the fuck? Oh Gott. Okay. Hier ist die Lampe, Blair. Okay. Pass auf. Sag an. Mike Busch, Kellner. Jasmin Ritter. Ja. Ich hab auch Jasmin Ritter. Hm. Marc Lösekopf. Sascha! Marc Lösekamm. Und er ist Gaswasser-Scheiße. Fuck. Ich hab nur Jonas Piss. Ja! Meine Jasmin. Hier nochmal. Die ganz besonderen Grüße. Nach Köthen. Ich weiß damals noch, als du mir bei YouTube, also die YouTube bewertet hast, mir eine 10 von 10 gegeben hast und gesagt, das ist ein schöner Mann. Ich kann das nur zurückgeben. Du bist für mich die Nummer 1. Was hat sie genau für dich gesagt? Was hat sie gemacht? Sie hat gesagt, wirklich, ich bin für 10 aus 10 für sie. Ich habe Charisma, ich stark. Letzte Runde. Okay, gönn mir den nochmal. Jo. Du bist so schnell, Junge. Wasser, Jall, Junge, Jalla. Jetzt komm ich mit der Gitarre. Wir sehen Harald Meinkes, Lehrer, Papa, Platte. Dennis, hau raus. Oh Mensch, ey. Warte mal. Ach, du. Schneidet das aber raus. Ich hab, ey, dass hier hinten so wenig Platz ist. Wir werden ausbauen. Ich habe Jens Nombusch. Ich habe keinen Beruf und Papa Platte. Ich habe Udo Schnöff. Ja. Kein Beruf und Papa Platte. So, jetzt kommen wir. Es ist Papa Platte, ganz klar. Aber ey. Kommen wir jetzt. Jetzt werden alle Zahlen addiert. Dennis 10, Dennis 12, Knossi 16. Boah! Und damit gewinnt Knossi!
Ey, danke schön. Ich muss sagen, Knossi, du hast wirklich verdient. Mega. Du bist super schnell und die Sache ist total lustig. Du bist für dieses Format perfekt geeignet. Aber ey, ohne Scheiß, es war mir ein Fest, hier zu sein. Ohne Dreck, Alter. Vielen lieben Dank. Wir haben noch ein Geschenk für dich, Knossi. Mhm. Das ist dein Geschenk, das kannst du echt auch mit nach Hause nehmen. Anderen, das bleibt dir leider hier. Ist jetzt wirklich wahr? Schau es dir doch einfach mal an. Dreh mal um und schau es dir doch einfach mal an, was dir so... Siehst gut aus. Ey, vielen lieben Dank, ehrlich. Gut aus, ne? Ey, da freue ich mich sehr. Wie würdest du dich selber nennen, wenn du das so siehst? Malte Kron. Wenn wir hier irgendeinen Promi vergessen haben, dann schreibt diesen Promi natürlich in die Kommentare rein, liebe Freunde. Der wird dann direkt vermorft in der nächsten Folge. Hier oben erscheint ein Video von Valulis. Mhm. Und unten, wer ist das? Mit Julia Beautix. Ist Sascha echt bei euch jetzt noch kacken gegangen, ne? Ist er jetzt kacken? Schöner Bierschiss. In Sascha! Ja. Der Sascha sitzt auf der Schüssel. Und wir haben gesagt, wir gehen erst im Hotel. Ja, oh Gottes Willen. Also wir machen hier gleich die Kotreste von Sascha weg. Ihr liked und einen schönen Tag noch. Auf bald, Wiedersehen und Farewell. Farewell.